Während sich im Augustiner der Saal füllt und der Bundestagsabgeordnete Bernhard Loos mit seinen Gästen spricht, wird der heutige Gastredner bereits von der Presse in Beschlag genommen. Von Ralf Brinkhaus erwartet man frischen Wind in der Union. Ja, also wenn Bernhard Loos ruft, dann kommt man besser. Und das habe ich also heute auch gemacht. Er unterstützt mich in meiner Arbeit in Berlin. Das finde ich ganz klasse. Bernhard Loos hatte sich letztes Jahr für Ralf Brinkhaus als neuen Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU stark gemacht. Klar, dass er seinen politischen Weggefährten jetzt zum traditionellen Dreikönigstreffen eingeladen hat. Bernhard Loos möchte, dass die Union wieder zu alter Stärke findet. Mit Ralf Brinkhaus und der neuen CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer soll dies gelingen. Wir müssen wieder näher an die Menschen ran, den Nerv der Zeit wieder besser treffen und keine inhaltlichen Auseinandersetzungen mit den grünen Joint. Bei der Klausurtagung in Seon hat Loos ein persönliches Gespräch mit der neuen CDU-Parteivorsitzenden geführt, mit durchweg positivem Ausgang. Wir haben viele Themen ausgetauscht. Ich denke, da ist jetzt eine neue Ära angebrochen. Es ist ein neues Zusammensein und ich denke, das wird sehr, sehr tragend sein. Auch für Ludwig Spänle ist es ein starkes Signal, dass sich die Spitzen der Union zu Beginn des Jahres getroffen haben. Die Union ist geschlossen. Sie ist die große, einzige Volkspartei in der Republik. Und diese Botschaft zu Beginn des Jahres ist stark. Der Anfang dafür war im letzten Jahr der Erfolg von Ralf Brinkhaus in der Kampfkandidatur gegen den amtierenden Amtsinhaber Volker Kauder. Für viele eine große Überraschung. Die Stärke des neuen Fraktionsvorsitzenden ist Kompromissbereitschaft und vor allem verschiedene Strömungen von der Jungen Union bis zur Seniorenunion zu bündeln. Wir sind nicht die Parteienfamilie, die für eine Bevölkerungsgruppe zuständig ist, sondern wir sind die Parteienfamilie, die für alle zuständig ist. Die Union zeigt sich optimistisch für die Zukunft. Und wenn wir gemeinsam kraftvoll, meinungsstark in das Jahr 2019 hineingehen, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Der CDU-Politiker kommt gut mit seiner Rede an in der CSU. Die Menschen waren begeistert, haben auch gut mitgemacht. Wir haben viele interessante Themen vernommen, gerade von Ralf Brinkhaus. Ich denke, wir gehen ein gutes neues 2019 und wir werden da sehr erfolgreich sein. Das traditionelle Heilig-Drei-Königstreffen ist wie immer der Startschuss für neue politische Impulse in der Union. Es ist riesig, dass die CSU das hier in München schafft, so viele Leute an einem Feiertag oder einem Sonntag morgens hier hinzubringen. Und ich bin sehr dankbar, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine erfolgreiche Veranstaltung zu Jahresbeginn lässt hoffen für ein gutes politisches Gelingen im diesjährigen Europawahlkampf.